Name ist Saskia Geimann, ich bin Illustratorin aus Köln. Einige kennen mich vielleicht bereits aus Do-It-Yourself-Videos hier auf dem Ortloff-Kanal. Und heute möchte ich euch den Sommer nach Hause bringen, denn heute werden wir Blumentöpfe bemalen und ich hoffe, ihr seid dabei. Alles, was ihr braucht, sind Blumentöpfe. Ihr könnt sie in verschiedenen Farben und verschiedenen Größen kaufen. Oder ihr schaut einfach mal auf eurem Balkon oder in eurem Garten nach oder in Omas Schrebergarten, ob ihr da noch welche findet, die ihr bemalen möchtet. Und dann brauchen wir natürlich noch Stifte. Und da haben wir heute wieder die wunderbaren Posca-Stifte bereitgelegt. Die sind ganz toll, die gibt es in verschiedenen Größen, verschiedenen Varianten. Mit verschiedenen Spitzen. Einmal gibt es hier eine Rundspitze, es gibt auch noch eine dünnere Spitze für Konturen und eine Keilspitze für grobere Flächen. Den Posca-Stift gibt es in allen möglichen Farben und Variationen. Die Farbe besteht aus Lack auf Wasserbasis und man kann mit den Stiften auf wunderbar, auf super vielen verschiedenen Oberflächen malen. Als erstes, was ich euch empfehlen kann, ist euch ein Schmierblatt zu nehmen, einen Stift und euch erstmal ein Design zu überlegen. Ihr könnt euch ungefähr die Breite des Blumentopfes vorstellen, einzeichnen und euch überlegen, wie möchtet ihr euren Blumentopf gestalten. Ich möchte gerne meinen Blumentopf sommerlich machen, ich möchte meinen Balkon auf den neuesten Stand bringen und fange an mit einem Muster. Ich habe mir ein mediterranes Muster überlegt. Ich würde gerne Orangen malen und fange jetzt einfach an, mal grob zu überlegen, wie ich den Blumentopf dann nachher gestalte. Also wenn euer Muster ungefähr steht, dann würde ich sagen, nehmt ihr eine Schere, schneidet es aus und haltet es mal hier so drumherum, um zu gucken, ob das ungefähr passt von der Größe und ob euch das Design gefällt. Ihr könnt es dann auch immer noch verändern. Ihr könnt auch verschiedene Designs mal ausprobieren. Und wenn ihr das habt, dann wisst ihr ungefähr, wie ihr den Blumentopf gestalten könnt. Und dann kann es auch schon losgehen. Ja, super, das passt doch jetzt ungefähr wunderbar. Dann sehen wir, wo alles hin muss. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich, wenn ihr die Buchstaben ein bisschen sauberer gemalt habt als jetzt hier, könnt ihr die natürlich mit einer Nagelschere auch ausschneiden. Dann habt ihr quasi eine Schablone. Haltet die dran, paust die mit dem Bleistift durch und dann habt ihr den Schriftzug. Das habe ich hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Da habe ich den Schriftzug schon mal mit einem Bleistift einfach fein drauf gezeichnet. So, jetzt können wir starten mit dem Bemalen. Ich fange einfach an mit dem Schriftzug und wenn der fertig ist, male ich die Orangen drumherum, wie es irgendwie passt. Also ich beginne mit dem weißen Posca-Stift. Vor dem Beginn immer schön schütteln. Und dann muss die Farbe in die Spitze gedrückt werden, indem ihr hier einfach so lange drückt, bis ihr seht, dass die Farbe unten ankommt. Und dann können wir eigentlich schon starten. Ihr könnt immer mal wieder nachdrücken, dann holt ihr euch neue Farbe nach. Das Ganze geht auch, wenn ihr die Stifte mal ein paar Tage nicht benutzt und sie im Regal liegen, jedes Mal wieder neu schütteln, die Farbe runterdrücken und schon geht's wieder los. Ich fange jetzt mal hier an und male das S nach. MMER steht bereits. Hier würde ich gerne Orangen draus machen. Ich mache den Topf mediterran.
damit auch bei mir zu Hause ein bisschen mediterranes Feeling entsteht. Dazu schüttel ich jetzt wieder den Posca-Stift, drücke die Farbe raus. Wunderbar, sie ist schon da. Und zeichne meine erste Orange auf den Blumentopf. Es ist auch ein schönes Geschenk, ein schönes Mitbringsel, ein paar schöne Blümchen rein und einen kreativ gestalteten Blumentopf. Der kommt bestimmt überall gut an. So, und jetzt würde ich mal anfangen, die Orangen drumherum zu zeichnen. Nach Gefühl mache ich das jetzt ein bisschen. Ihr könnt aber auch mit Schablone arbeiten, euch eine selber gebastelte Schablone machen, dranhalten, durchpausen und anmalen. Wir werden gleich noch mit verschiedenen Farben drüber gehen. Dann seht ihr, dass sich die Farbe auch ganz gut verteilt. Jetzt hier eine dünnere Spitze genommen, damit können wir dann auch ein bisschen feiner arbeiten, noch ein paar Akzente setzen oder Schattierungen machen. Das zeige ich euch hier mal. Dann mache ich das untere Teil vom Blatt ein bisschen dunkler. Und wie ihr seht, deckt die Farbe komplett ab. Fertig ist der Sommertopf. So, nun seid ihr dran. Seid kreativ, habt viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!